Hallo und willkommen zu einem kleinen Bauguide hier für Enshrouded. Ja, ich habe euch ja letztens schon ein kleines Vorstellungsvideo gegeben von dem Spiel und wie cool es ist. Ich habe mich auch so ein bisschen drin verliebt und ja, wer dem Kanal schon länger folgt, der weiß ja vielleicht schon, ich habe auch mal Dual Universe gespielt, denn da ist es auch ein Voxel-Bausystem. Deutlich komplizierter in Dual Universe, keine Angst, in Enshrouded ist es deutlich handlicher und ja, für den Casual-Spieler deutlich besser zu gebrauchen und man kann unglaublich coole Sachen bauen. Das ist alles per Hand gebaut, denn Voxel bedeutet, wir haben keine richtigen Module, sondern wir können wirklich jeden einzelnen kleinen Block setzen, wenn wir wollen, und Rest macht uns ja das Spiel für uns sozusagen und macht dann richtig coole Bauwerke, wenn man es so vereinfacht sagen müsste. Und hier, das ist meine Hauptbasis. Die habe ich schon ein bisschen ausgebaut. Auch hier was mit Feldern bestückt, aber wie ihr das alles machen könnt, das schauen wir uns einmal an. Ich muss nur einmal ja meine 7 Sachen packen und dann suche ich mir noch eine Location, wo ich eine Art ja Außenposten bauen möchte, wo wir dann einfach das Gebiet mal claimen und da einfach mal eine kleine Burg bauen. Ich habe mir jetzt einen kleinen Platz gesucht, wird vielleicht nur ein Platz für das Video und vielleicht kommt das später wieder weg, denn das ist ziemlich schwierig bei dieser riesigen Welt, eine schöne Location zu finden, wo man bauen möchte. Man kann nämlich fast überall bauen. Es gibt aber auch ein paar Orte, da ist es untersagt. Dann steht da eben, es ist nicht möglich, den Altar zu setzen. Denn wie geht es los? Ich zeige es nochmal, aber ich denke mal, das habt ihr sicherlich schon gemacht. Und zwar den Flammenaltar. Den müssen wir einmal bauen. Besteht nur aus 5 Steinen. Und den können wir ansonsten irgendwo hinsetzen. Wenn wir mal gucken, am Rande von diesem Altar haben wir dann immer so orange Linien. Das ist nämlich unsere Baureichweite. Ich platziere den mal und die Baureichweite, die ist am Anfang auf 40 mal 40 mal 40 Meter. Heißt, vom Altar aus gesehen, ne, der ist der Mittelpunkt sozusagen von diesem Baukern, nenne ich ihn mal vereinfacht. Und da gehen dann insgesamt 40 Meter in jede Richtung. Also nicht vom Altar aus, sondern insgesamt haben wir eine Art Würfel, ne, von Kantenlänge mit 40 breit, 40 lang und 40 hoch. Und das Ganze kann man halt erweitern, ne, beim Altar aufwerten. Das erste Mal braucht man so eine Miasma-Seele. Werdet ihr wahrscheinlich vom, ich sag mal, ersten Boss bekommen. Die kann man aber später, wenn man den Alchemisten freigeschaltet hat, kann man die auch mit bisschen Miasma-Flüssigkeit aus den kleinen Sporen, die halt auch die kleineren, ich sag mal, Miasma-Gegner ja, droppen, kann man dann aus 10 Sporen und ich glaube 10 Flüssigkeit kann man dann eine Seele bauen. Das heißt, ihr kommt wesentlich besser dran und dann können wir den aufwerten und dann erhöht sich deren Reichweite. Und das geht weiter und Cap ist die Stufe 4 bisher und das sind dann 160 mal 160 mal 160 Meter. Und ihr seht schon, die Seelen werden mehr und wir haben noch eine Anforderung, dass wir die Flamme haben. Und das ist einfach nur Stärke der Flamme, eure, ich sag mal, Flammenweltstufe. Das bezieht sich nicht auf einen einzelnen Altar, sondern auf die ganze Welt. Muss man immer im Laufe der Spielprogresse sozusagen das upgraden mit einem, ich sag mal, Bosskopf, ne, und verschiedene Erze, die man dann vor allem in den Regionen bekommt, die dann halt für dieses Level sozusagen dann gedacht sind. Ist halt immer so wie so eine kleine Levelbeschränkung. Aber damit halten wir uns jetzt nicht weiter auf, denn ich würde mal sagen, ich lasse den Altar jetzt so, wie ich den gemacht habe. Ich brauche natürlich jetzt noch meinen Bauhammer. Ich wähle den mal aus, den könnt ihr natürlich auch einmal craften. Ne? Und dann können wir nämlich auch die Linie sehen, denn die ist jetzt ein bisschen größer geworden. Ich lasse es auf der Größe, denn es ist nämlich so, wenn ich den Altar wieder abbaue, das kann ich nämlich machen, dann kriege ich die Seele leider nicht wieder. Das habe ich schon ausprobiert. Ne? Ich könnte mal hier gucken. Wir können jetzt hier Flamme tilgen machen, nochmal hier drauf drücken und dann würde er sich auflösen in 30 Sekunden und dann ist er weg, aber wie gesagt, wir kriegen das nicht wieder. Wie gesagt, die Dinger sind begrenzt und die dienen auch immer als Schnellreisepunkt. Also wenn ihr ganz schnell beim Spielen einfach nur einen Schnellreisepunkt braucht, könnt ihr so einen Altar setzen und euch dann dahin porten. Jetzt können wir aber hier innerhalb des Bereiches bauen. Wenn ich den Bauhammer aufmache, dann kann ich jetzt hier, ich nehme einfach mal das hier, könnte ich so ein Fundament setzen. Das ist schon ein erweiterter Stein, den werdet ihr nicht haben. Ich habe ein paar Materialien genommen und diese Steine, die Baumaterialien, die Blöcke, die schaltet man frei durch, ich sag mal, Spiel, Fortschritt. Also es gibt verschiedene Quests oder man kann es auch einfach so in der Welt finden. In der Regel findet man Hinweise drauf, wo die sozusagen dann liegen und dann ist sozusagen dann gleichzeitig eine Quest, wo man dann hinlaufen kann. Und dann liegt es da in der Truhe oder ist irgendwie beim Boss versteckt. Mit Z können wir übrigens das Setzen wieder rückgängig machen und bekommen das einfach wieder. Und ja, das Ganze geht, wie man hier sieht, bis zum Baubereich. Und weiter hinaus geht es nicht. Baugebiet benötigt steht da. Jetzt können wir hier natürlich auch sagen, weil wenn uns das nicht reicht, wollen wir vielleicht noch einen Altar setzen und das ganze Baugebiet vergrößern. Das könnten wir jetzt tun. Und ich sag mal so, den zu setzen,
Sieht ja natürlich ein bisschen einfach aus. Wir müssen und wir sollten die Gebiete leicht überlappen lassen. Stoßanstoß ist ein bisschen schwierig. Nicht, dass man dann einen toten Bereich bekommt, so ganz minimal. Das Problem ist natürlich, diesen Altar, wo ich jetzt dran stehe aktuell, den ich noch nicht gesetzt habe, den kann ich natürlich auch nachträglich erweitern. Also auf die Meter erhöhen. Das heißt, das ist ein bisschen schwierig, das zu vermitteln. Kann man aber grob schätzen. Ich gehe mal eben auf die Karte. Das ist mein gesetzter. Ich könnte einfach jetzt hier einmal draufklicken und dann als Wegpunkt setzen. So, wenn ich ihn als Wegpunkt setze, sehe ich oben im Kompass ja die 51 Meter. Das ist nämlich jetzt die Reichweite. Weil der ist nämlich auf 80 Meter. Das heißt, die Kante, ich mache nochmal eben das Setzen hier weg. Moment, so. Die Kante hier, wo ich draufstehe, hier, die sollte eine gewisse Entfernung zu dem Altar haben. Leider ist der Wegpunkt so ein bisschen ungenau, wie man hier sieht. Hier sind es 31 Meter. Es müssten eigentlich hier 40 Meter sein, wenn er genau wäre. Aber wir können sehen, wenn wir auf der Linie stehen, müssen wir nochmal so 9 Meter dann hinterher nochmal draufrechnen. Dann wären wir hier auf 40. Und dann könnte man jetzt überlegen, wenn ich jetzt zum Beispiel in die Richtung gehe, gehe ich nochmal 20 Meter hoch, also auf mal 41, so 51. Und wenn ich jetzt hier den Altar setze, das war irgendwas zu trinken, dann sieht er, sind wir ungefähr an der Location, wo genau dieser Übergang ist. Jetzt nochmal 20 Meter mehr drauf, dann hätten wir zum Beispiel die Reichweite für 80 und so weiter. So kann man sich das ein bisschen vermitteln. Maximum ist wieder 160 Meter. Das heißt, so muss man das, kann man das ein bisschen ausmessen, falls wir, ich zeige es auch mal eben, überlappende Baugebiete haben wollen. Jetzt haben wir hier eine Überlappung. Das heißt, ich kann hier einmal komplett durchbauen. Sieht ein bisschen verwirrend aus, aber wir können es hier ein bisschen erkennen. Das ist der Baubereich von dem hier und das ist der Baubereich von dem größeren, den wir schon gebaut haben. Und wenn ich jetzt hier was setze, zeige es einfach mal. Ich kann nicht einfach ohne Probleme jetzt hier durchbauen. Wunderbar funktioniert. Könnt ihr nämlich dann auch so machen, wenn ihr zum Beispiel ein riesiges Dorf bauen wollt. Hier gibt es nur einen kleinen Haken. Es gibt ja später im Spiel so magische Behälter, die sozusagen die Materialien, die man reinlegt, an alle Crafting Stations und NPCs verlinken. Das heißt, die Materialien werden direkt aus den Behältern genommen. Man muss die nicht dabei haben im Inventar. Und die funktionieren nur auf dem, ich sag mal, Kern oder Altar, wo man drin ist. Also wenn ich die jetzt hier reinstellen würde, würden die nur hier auf den funktionieren. Wenn ich im anderen Kern zum Beispiel eine Werkbank hinstelle, funktioniert es da leider nicht. Das müsst ihr beachten. Das heißt, da sollte dann hier sozusagen das Zentrum sein, wo ihr dann alle Crafting Station einbaut, wenn ihr dann halt ein gemeinsames Lager haben wollt. Zum Thema Altar muss ich noch eine Sache loswerden. Wenn ihr mit mehreren Spielern spielt, dann teilt ihr euch auch die Altäre selber. Das heißt, in dem Fall, wenn ich jetzt mit 7 Spielern spielen würde und jeder nimmt dann einen Altar für sich als, ich sag mal, Dorf, als Basis, dann war es es auch schon. Dann muss man halt so auskommen. Man kann aber natürlich zusammenbauen, denn ich sag mal so, das Koop funktioniert momentan auch so, dass man sich alles teilt. Also es gibt keine Truhen für einen persönlichen, sondern jeder hat Zugriff auf alles. Gilt natürlich auch für das Bauen. Sollte man sich nur ein bisschen darüber absprechen und Gedanken machen, dass man da vielleicht gemeinsam ein Dorf baut und jeder für bestimmte Sachen zuständig ist. Fangen wir aber an mit dem eigentlichen Bauen. Und womit starten wir? Wir brauchen erstmal eine Werkbank. Die habe ich schon hier gebaut. Die können wir uns einfach hinstellen, denn wir müssen sogenannte Blöcke nämlich bauen. Wir brauchen noch relativ viele, weil so teilweise so ein Fundament hat, glaube ich, 264 Blöcke benötigt das. Das heißt, wir müssen jede Menge Steine kloppen, um solche grobe Steinblöcke herzustellen. Das ist zum Beispiel eins von den ersten Blöcken, die ihr freischaltet, genauso wie der grobe Holzblock. Wie findet man generell weitere Holzblöcke? Entweder ihr bekommt das Material wie den Feuerstein oder zum Beispiel Miasmaholz. Einfach im Miasma einen Baum fällen und das Holz aufsammeln, dann schaltet ihr den frei. Andere Blöcke wie zum Beispiel der gebrannte Ziegelblock, da ist es genauso. Wo ist der? Der Fachwerkblock, so richtig, da ist er. Den schalten wir zum Beispiel durch eine Art Quest frei. Oder besser gesagt, man findet den, glaube ich, dort in der Truhe. Aber deswegen mache ich auch keine Guides eigentlich direkt zu diesem Thema. Sobald man den Schreiner gefunden hat, wird er eine Quest geben, wo er erzählt, wie man den Fachwerkblock bekommen kann. Und dann ist es auf der Karte auch eingetragen. Also es ist super einfach. Also einfach das Spiel spielen, die NPCs vor allem am Anfang retten. Und dann bekommt man eigentlich hinterher immer mehr Sachen freigeschaltet. Ich werde aber auch hier noch eine Art Guided Let's Play starten demnächst,
Und da werde ich dann auch einzelne Teile machen, wo wir dann genau sowas machen. Zum Beispiel, wir sagen mal, ne, heute holen wir uns den Burgmauersteinblock und dann zeige ich euch, wie man das da macht. Muss ich aber separat einen Spielstand nochmal machen. Ist also ein bisschen Arbeit und dauert ein bisschen. Da diese Frage auch schon mal kam, wo bekommt man am besten Stein? Wo ich ein bisschen verwundert war, aber deswegen hier die Antwort. Sobald ihr eine Spitzhacke habt, ne, ich habe schon eine bisschen bessere, eine Kupferspitzhacke, die geht schneller, könnt ihr theoretisch einfach in den Boden graben. Da habt ihr erstmal ein bisschen Erde. Und kommt dann hinterher auf Stein. Und das auch in rauen Mengen. Also Stein ist eigentlich nie ein Problem. Denkt aber so ein Loch, ne? Kriegt ihr zwar wieder gefüllt. Ihr könnt auch die Sachen wieder reinstecken. Zeige ich euch aber gleich. Ihr könnt natürlich auch da in die Felsen gehen. Hier noch eine Besonderheit. Wenn ihr, ne, wie ich es gerade gemacht habe, auf euren Grundstück, euren Baubereich baut, das bleibt gespeichert. Das gilt auch für Ressourcen. Wenn ihr Ressourcen auf dem Grundstück habt, dann sollten die auch weg sein. Ich glaube, auch Bäume wachsen nicht einfach so nach. Wenn ich das aber hier mache, zum Beispiel hier im Loch grabe, oder wenn jetzt hier irgendeine Ressource wäre am Stein und ich das abbauen würde, dann würde das nach dem Serverneustart oder nach dem Neuladen des Spielstandes hier, wäre das dann wieder aufgefüllt und wieder da. Das ist sozusagen nicht persistent. Das heißt, das ist jedes Mal wieder resettet, damit die Welt halt ja nicht aussieht wie ein Schweizer Käse. Ansonsten brauchen wir aber jetzt diesen Bauhammer, können wir ganz einfach herstellen. Und den können wir dann auswählen und dann mit Tab machen wir unser Baumenü auf. Und hier haben wir noch die Möglichkeit, einmal Alt gedrückt zu halten. Dann können wir mit dem Mausrad hier hoch und runter scrollen, haben verschiedene Möglichkeiten. Wir fangen jetzt einmal an mit dieser 4 Meter oder 4 Quadratmeter Variante, denn da sind unsere Fundamente dran. Und ich werde auch einfach mal hier ein Material auswählen. Das könnt ihr wieder schon beschrieben mit Steuerung und dem Mausrad. Könnt ihr durch die Sorten rumscrollen. Diese magischen Kisten, die ich auch schon mal erwähnt habe, die gelten übrigens nicht dafür. Das ist auch ganz gut so, weil so könnt ihr bestimmen, was bei euch im Inventar ist. Wird nämlich da unter Materialien auch angezeigt. Ich habe jetzt zum Zeigen ein bisschen mehr mitgenommen. Das kann aber einen ja ein bisschen erschlagen. Also wenn ihr ein gewisses Bauprojekt habt und nur gewisse Materialien braucht, dann nehmt nur die ins Inventar, ne, damit ja, ihr nicht so wie ich jetzt hier gerade so hin und her scrollen müsst, um das richtige Material zu finden. Und hier können wir dann einfach die Sachen setzen. Das ist zum Beispiel jetzt ein Fundament, ne, braucht dann immer 256 Blöcke. Und wie ihr seht, ne, können wir hier so Stück an Stück setzen. Wir haben dafür eine Möglichkeit, ich habe das Einrasten schon, ich sag mal, deaktiviert. Ne. Rechts seht ihr immer so einen Schiebregler, den ich jetzt hin und her schalte. Könnt ihr mit X nämlich an- und ausschalten. An bedeutet, dass er in einem größeren Grid hier arbeitet. Ihr seht schon, so ein halbes Grid ist es. Denn es ist nicht so wie bei anderen Spielen, dass wir jetzt hier eine Art, ja, modularen Block haben, sondern es sind einfach Voxel. Ne? Es ist einfach eine Variante sozusagen, dass wir jetzt hier sagen, na, wir führen das so aus. Wir können aber auch, ne, ich mache mal das Raster aus, wir können aber auch nur, sag mal, eine Blockreihe weiter nach vorne gehen und das hier erweitern. Ne? Das können wir auch nach oben und unten machen. Wir können übrigens, ne, nicht nur, wir müssen nicht immer nur hin und her laufen, wir können auch Q gedrückt halten, ne, und dann scrollen wir mit dem Mausrad hoch oder runter, um uns das noch ein bisschen so ran oder von uns wegzudrücken, ne, für ein bisschen Feinjustierung beim Platzieren. Das Ganze können wir übrigens, wenn wir Z drücken, rückgängig machen, wie wir sehen, ne, ohne dass wir zum Beispiel das Terrain, ich mach mal ein Beispiel hier. Das Terrain passt sich nämlich automatisch auch an, denn das ist natürlich auch komplett aus Voxel. Und wenn ich hier Z drücke, dann mache ich es rückgängig, ohne dass es beschädigt ist. Ich kann natürlich die Sachen auch einfach mit der rechten Maustaste wieder aufsammeln. Aber wenn ich dann vorher was im Terrain, zum Beispiel hier reingesetzt habe und das dann so mache, dann haben wir das auch schon aus dem Terrain ausgeschnitten, was wir ein bisschen gleich für den Kellerbau verwenden können. Und deswegen ist halt das rückgängig machen die bessere Wahl. Ne, geht aber nur 5-mal. Zum Beispiel, jetzt habe ich hier gar keine Möglichkeit mehr, dass ich den entferne. Weil ich gerade ein bisschen komisch finde, weil eigentlich haben wir den ja vorhin gesetzt. Das heißt, wir müssen das jetzt hinter so machen. Und so funktioniert das auch mit den anderen Teilen, die keine wirklichen Teile sind, sondern es ist, wie gesagt, eine Art Vorlage. Ich mache mal hier so ein bisschen Fundament für uns. Ich baue mal gerne um das Feuer herum, damit wir so ein bisschen Fläche haben. Wir können natürlich auch nach oben und nach unten gehen. Ne, wir können jetzt auch einfach zum Beispiel jetzt hier so Stufen weise nach oben gehen, ne, um sowas zu bauen. Das funktioniert. Und wenn ich jetzt hier einfach mal mit der 2 oder mit dem Mausrad hin und her scrolle, dann sehen wir schon, wir haben hier zum Beispiel auch die Möglichkeit für eine Wand. Ne, dann setzen wir die einfach mal. Da seht ihr schon, es fügt sich auch alles so ein bisschen zusammen. Ne, wir können die auch übereinander stapeln, wir können die aber auch so ein bisschen runter machen. Ne. Wir können jetzt zum Beispiel auch hier, wenn wir jetzt R gedrückt halten, können wir mit dem Mausrad, ne, die rotieren oder einfach nur R einmal andrücken, damit es sich dreht. Und wir können das auch einfach jetzt hier runtersetzen. Und dann können wir so eine Art Mauer machen. Ist vielleicht ein bisschen hoch, ne, aber so können wir Mauern erzeugen. Ne. Wir haben auch so andere Teile, wo wir zum Beispiel ein Fenster drin haben. Auch hier müssen wir nicht unbedingt das genau da drauf setzen.
Wir können es auch so ein bisschen überlappen, ne, um andere Abstände zu kriegen, wie hier zum Beispiel. Ja. Und jetzt mache ich nochmal hier ein bisschen Fundament dran. Ich hoffe, ich habe genug Steine dabei zum Testen. Und das Ganze geht natürlich dann auch mit der Tür. So. Ja, und wir können natürlich auch ja, so Säulen zum Beispiel bauen. Ja, und die kann man auch andersweitig nutzen. Also ich könnte die jetzt auch einfach jetzt hier davor machen. Wobei da haben wir einen blöden Abstand gewählt. Ne? Wie wir sehen, wir haben drei Blöcke dazwischen. Das geht nicht so gut auf. Mache ich einfach mal hier. Ne? Und dann machen wir einfach mal so einen Überhang sozusagen. Ne? Die Mauer ist aber jetzt so integriert, oder besser die Säule, dass wir die da nicht rausgucken sehen. Das heißt, hier müssten wir ein bisschen tricksen. Und dann sagen wir, drücken die einmal durch. Oder wir machen es am besten von oben drauf hinterher. Das war nämlich ein bisschen zu weit, also ne, wieder rückgängig machen. Und so können wir dann halt hier auch ein bisschen modellieren. Wir können aber auch sagen, wenn ich jetzt wieder Alt gedrückt halte, ne, wir nehmen kleine Varianten, zum Beispiel kleinere Fundamente oder kleinere Blöcke, zum Beispiel auch als Säulen. Dann kann ich zum Beispiel mal hier reinsetzen. Und dann können wir halt hier so eine dicke Mauer sozusagen hinstellen. Ne, oder ne, auch kürzere Teile. Ne. Und auch diese können wir wieder, solange wir in diesem Teilmodus sind, wir sehen, wenn wir davor gehen, dann steht da entfernen. Ne, da können wir zum Beispiel die ganze Tür, könnten wir wegnehmen. Ich mache das jetzt wieder rückgängig. Und so können wir auch die Sachen wieder löschen. Wenn wir mit Alt ganz nach oben scrollen auf 1 Meter, dann haben wir die Einzelblock-Auswahl. Hier können wir auch nicht das ganze Teil löschen, aber hier können wir, ich sag mal so, einzelne Blöcke wegnehmen. Ne? Das kann ich mal hier so machen, sodass wir zum Beispiel so, ja, ich sag mal, Burgzinnen bekommen. Gleichzeitig kann ich auch so zum Beispiel Fenster vergrößern. Ne? Fenster ist 2 breit und ich glaube 3 hoch, wie in dem Fall. Jetzt haben wir hier eine Art doppeltes Fenster. Auch das funktioniert, das kann ich komplett frei machen oder ich kann es zumachen oder ich kann halt hier ne, einfach ein paar Steinchen davor setzen. Das geht alles. Natürlich kann ich auch Materialien tauschen. Ne? Wir können zum Beispiel auch, ich schau mal eben, hier der veredelten Holzblock könnte ich zum Beispiel nehmen. Ne? Und dann kann ich zum Beispiel auch hier als Holz zum Beispiel da oben was drüber machen. Nur als Holzbalken. Ne? Machen wir mal so. Und da sehen wir auch schon die Verbindung, zum Beispiel auch zum Holz hin. Da kommen so kleine Steinchen aus der Wand raus, die das sozusagen halten, was sehr cool ausschaut. Und natürlich muss ich jetzt nicht hier so einzelne Voxel setzen, sondern ne, wir gehen jetzt hier wieder auf die 4 Meter und gehen dann hier auf die 5 mit so einer kompletten Säule. Drehen das einmal. Auch hier müssen wir mit Q vielleicht ein bisschen vermitteln, damit es uns gut passt. Na, auch hier können wir ja wieder ein Snapping anmachen. Na, das wäre aber jetzt gerade ein bisschen unpraktisch. Und dann können wir diese Säule setzen. Können wir aneinander setzen, müssen wir aber nicht. Können es auch so setzen. Ja. Da haben wir oben so einen schönen ja, Holzbalken oder mehrere Holzbretter, die dann auch einfach mal als Dekoleiste da drüber gehen, was eigentlich ganz cool ausschaut. Das Spiel geht übrigens hier noch weiter, weil so sieht es natürlich langweilig aus. Wir können in den verschiedenen Werkstätten, beim Schreiner oder an der Werkbank zum Beispiel auch solche Fenster hier bauen. So, und die müssen wir dann außerhalb des normalen Bauhammer-Modus, können wir die dann einfach hier rein platzieren. Hier zum Beispiel als Doppelfenster, hier als normales Fenster. Und das Ganze, da gibt es natürlich auch noch eine Tür für. Das ist gerade die hässliche, die billige. Ich hatte leider gerade kein Metall mehr da. So, dann können wir die Sachen auch noch bestücken. Ja, und dann gibt es eben noch weitere Sachen natürlich, die auch dazugehören. Ich möchte es euch einfach mal zeigen. Wie natürlich so ein Tisch. Also man baut hier im Spiel so ein bisschen gemischt. Also nicht nur, man baut hier keine Tische aus Voxeln, wie manche erstmal angenommen haben. Ne, in Dual Universe, ne, das andere Spiel, wenn wir gespielt haben. Oder immer noch spielen. Da müsste man sowas nämlich zum Teil auch aus Voxeln bauen. Da könnte man bauen. Hier ist eben nicht so. Ich stelle nochmal eben so ein Hockerchen hin. Einfach nur, damit das nach was ausschaut. Und hier geht es natürlich noch ein bisschen weiter. Wir haben jetzt zum Beispiel auch solche Geländer oder Zäune, ne, die können wir hier nutzen und auch hinstellen. Und das Schöne ist, das Spiel hat da keine direkte Collision. Ne, also wir können das aneinander setzen, auch so ein bisschen tricksen. Es gibt noch ein anderes Geländer. Es gibt, denke ich mal, noch mehr, aber das ist so ein Steingeländer. Hier wollte ich euch mal eben was zeigen. Hier können wir zum Beispiel das so absperren, so. Und jetzt könnten wir es natürlich so dran setzen, wie ihr seht, wird es dann ein bisschen überlappen und sieht vielleicht ein bisschen doof aus wegen den Beinchen. Oder wir versuchen, die genau ineinander zu vermitteln. Es würde leicht glitschen, sage ich mal so. Das heißt, das kann sein, dass an der Stelle die Textur ein bisschen komisch ausschaut. Aber da muss man schon ganz genau hingucken, dass man es sieht. Und so kann man dann auch was Schönes dann designen. Übrigens kann man die natürlich alle wieder aufsammeln. Ne? Also auch die Fenster oder Türen
einfach hingehen, ne, normales Öffnen oder E gedrückt halten. Und das sieht zwar so aus, als gut gegangen ist, aber wir haben die natürlich in die Tasche bekommen. Was es beim Bausystem leider nicht gibt, sind, ich sag mal, 45 Grad Schrägen. Also wir sind hier immer im rechten Winkel sozusagen. Hat zum einen, denke ich mal, den Grund, dass man, wenn man hier auf 45 Grad mit Voxeln arbeitet und ja nicht aufpasst, dass es dann ganz komische Verwoxelung, nenne ich es mal, gibt. Das ist nicht so einfach zu beherrschen. Wahrscheinlich funktioniert das für das normale Spielprinzip halt einfach nicht so gut, dass die es weggelassen haben. Also so Rundungen oder irgendwelche Diagonalen gibt es nicht. Es gibt allerdings Dächer, also nach oben hin gibt es schon diese Schrägen, die auch ganz toll ausschauen. Na, da haben wir auch verschiedene Formen, gibt es auch hier, ne, weiter unten in zwei Varianten, auch ganz oben als Einzelblock sozusagen, als so eine einzelne Schräge. Ne, und die sind aber dann immer nach oben sozusagen, ne, gerichtet. Also man kann die jetzt nicht nutzen, zum Beispiel um jetzt hier so eine Art, ne, seitliche Schräge zu machen, die sind immer wie so ein Dach nach oben gerichtet und formen sich dementsprechend. Hier kann man auch ganz gut, ich mache es mal wieder rückgängig eben, das reicht wahrscheinlich nicht für alles, gut, das lassen wir mal stehen. Hier können wir natürlich auch einfach größere Dächer nehmen, hier zum Beispiel für so eine Kante, ich möchte es einfach nur mal zeigen, nehmen wir mal hier den Punkt und jetzt drehen wir es einmal und hier kann man natürlich sagen, wir gehen genau drauf, so, das sieht dann so aus, sieht schon mal ganz okay aus. Na, hier müssten wir vielleicht noch eine Säule reinziehen, sehe ich gerade. Ich mache es mal eben rückgängig und wir machen mal eben hier eine Steinwand noch hier drüber. So, nur damit die halt genau winklig geschlossen ist. So. Na, und dann sieht das, na, vielleicht ein bisschen besser aus, aber hier auch der Tipp, ein bisschen Überstand lassen, also dass wir mit der Dachkante so rausgehen. Ich finde, das sieht dann eben noch besser aus. Ja, also, dass man mit einem rüber geht, dann haben wir auch eine tolle Verbindung. Und auch was beim Dach wichtig ist, ich zeige es mal, dass wir natürlich erstmal auf der richtigen Ebene immer sind. Das ist manchmal ein bisschen schwer zu erkennen. Wir sehen, ne, jetzt haben wir es tiefer gesetzt. Da muss man halt ein bisschen auf jeden Fall aufpassen. Ne, weil in der Regel muss man sich immer ein bisschen, das ein bisschen höher denken, da so eine Art Endstück automatisch sich noch dran generiert. Und was bei den Dächern auch wichtig ist, zum einen, das Bearbeiten könnte ein bisschen schwierig sein. Wir müssen gerade, ich habe ein bisschen wenig Dachmaterial dabei. Aber wir entfernen einfach mal den Winkel, kann ich es genauso gut gleich zeigen. Oder wir machen es mal anders, ich zeige es einfach auf dem Boden. Na, wenn wir nämlich das Dach Stoß an Stoß oben machen und das richtig machen, dann kriegen wir oben auch so einen schönen Dachfürsten drauf. Also auch hier kriegen wir dann ein schönes Endstück vollautomatisch, ohne dass wir uns da anstrengen müssen. Das sieht bombastisch gut aus. Also guckt da so ein bisschen, probiert ein bisschen rum. Gibt nämlich da auch andere Stücke. Ah, ich drücke mich immer, ich gehe mal auf B, um das zu beenden. Wir machen das nämlich einmal rückgängig. Es gibt nämlich auch Flachdächer natürlich, aber ich würde ein Dach oben nicht so beenden lassen, weil das sieht irgendwie nicht so gut aus, finde ich, wie so ein richtiger Dachfürst. Das kann man zwar machen, aber ich glaube, das andere ist einfach deutlich schöner. Und wenn man sich jetzt fragt, ja, okay, ich will ein Dach bauen, wie komme ich da hoch? Wir können ja nicht fliegen. Wir können natürlich tricksen, wir können einfach uns selber eine Treppe bauen, ne, einfach aus dem Voxlever hinterher abreißen. Ne, oder wir machen uns einfach, hier gehe ich mal auf eine einfache Ebene, ne, wir machen uns einfach hier so eine provisorische Stufe, denn wir haben natürlich bei Voxel keine Statik. Also wir können auch fliegende Plattformen machen und können dann darüber arbeiten. Ne, und diese können wir natürlich auch, hupsi, direkt wieder abreißen. Und passt hier vielleicht nur auf, dass ihr nicht so in die Wand reingeht, weil ansonsten kann es sein, gut, hier funktioniert es gerade, aber dass ihr sonst irgendwas fälschlicherweise mit abreißt und dann seid ihr sehr traurig, dass irgendein tolles Design zerstört ist. Es gibt noch eine andere Alternative, die natürlich, ich sag mal, rollenspielmäßig ein bisschen schön ausschaut. Habe ich die gerade dabei? Ich glaube, ich habe die vergessen in der Tasche, aber kein Problem, wir haben ja die Werkbank hier irgendwo stehen, genau. Es gibt nämlich sogenannte Gerüste. Und da fehlt mir ein bisschen Garn, blöderweise. Kann ich mal eben holen gehen. Und dann kann man das natürlich auch mal uns mal anschauen. Es gibt halt zwei verschiedene. Es gibt auch solche Blöcke. Aber ich zeige euch mal eben zwei Stück davon. Dann können wir einfach hier reinziehen. Dann können wir es einfach hinstellen. Und wir können es natürlich auch wieder aufsammeln. Und ich finde, das sieht, was Rollenspiel angeht, irgendwie ist ganz cool aus, wenn man dann zum Beispiel eine große Burg baut und dann so Gerüste dran setzt. Ja, können wir auch in zwei Etagen machen, um dann hier irgendwie, sag mal, so hochzukommen. Ja, dann können wir jetzt hier auf die Mauern drauf und können dann von hier aus bauen. Das Ganze, wie gesagt, kann man auch einfach wieder mit gedrückt halten, aufsammeln und wieder platzieren. Ne, finde ich eine schöne Lösung, aber natürlich auf Dauer, ja, ein bisschen anstrengend. Ich glaube, ich werde hinterher auch einfach mit den fliegenden Plattformen
drumherum bauen, wenn ich mein großes Werk habe. Und hier nochmal schnell gezeigt, für die, die noch ganz sehr weit am Anfang sind, das ist zum Beispiel jetzt ein Feuerstein-Ressourcenansammlung, nenne ich es mal. Ne? Und hier können wir einfach Feuersteine abbauen. Das Ganze gibt es dann im Laufe des Spiels in verschiedenen Varianten. Es gibt sowas mit Bernstein, gut für den Bau, glaube ich, jetzt gerade nicht so nützlich, oder in Kupfer und vor allem auch zum Beispiel in Lehm, also in Clay. Ne? Und das sieht dann komplett orange aus. Man kennt es halt sehr gut, man muss einfach nur in der Welt ein bisschen voranschreiten. Das Ganze kann man sich vorstellen, dass die einzelnen Gebietsabschnitte hier vor allem rum, um so einer Warte sind sozusagen unterteilt. Das heißt, diese ganze Warte, da wird es dann eher nur so Feuerstein geben und hier oben zum Beispiel eine düster dickig Warte, hier in diesem Gebiet wird es auch Lehm und auch Kupfer geben. Während es dann wieder in die Richtung, ne, auch so langsam, ich glaube hier oben zum Beispiel Zinn gibt und weitere Sachen. Ich glaube auch Bernstein, bin mir gerade nicht mehr sicher, wo ich den Bernstein zuerst mal gefunden habe. Aber so sind die ganzen Sachen dann sozusagen unterteilt, also wirklich sehr weitläufig. Wenn wir jetzt Terraforming betreiben wollen, wir haben es ja hier schon mal vorhin gemacht, ne, wir können einfach mit der Spitzhacke das Material abbauen und uns reingraben, wie gesagt, mit besserem Werkzeug wie bei mir. Dann geht es deutlich schneller als am Anfang. Vor allem haben wir jetzt auch ein bisschen mehr Ausdauer. Das Ganze ist natürlich ein bisschen mühselig, wenn man sich so seinen Keller ausbuddeln möchte. Kann man natürlich tun. Ja. Allerdings gibt es eine viel einfache Methode. Habt ihr wahrscheinlich vorhin schon gesehen, als wir die Fundamente gesetzt haben. Wir gehen wieder auf unseren Bauhammer, ne, und wählen einfach unseren, ne, größten Block. Und den können wir jetzt hier einfach reinsetzen. Fundament nehmen wir natürlich mit der 1, nicht den Boden. Und den setzen wir rein. Hier können wir das Einrasten am besten, ne, ausschalten, ne, damit wir hier die einzelnen Höhen haben. Dann setzen wir es einfach hier so rein. Sobald wir das entfernen, schneidet er uns automatisch das aus. Ne? Und das kann man halt verwenden, um halt auch die Erde zu entfernen. Müssen wir nicht mehr mit einem Block machen übrigens. Hoppala, da bin ich ein bisschen reingerutscht. Sondern wir können auch natürlich eine größere Fläche hier machen. Ne? Wir formen nämlich die Blöcke da mal rein. Ich glaube, hier muss ich ein oder zwei Blöcke hochgehen. Müsst ihr mal ein bisschen gucken. Jetzt hier einfach wieder mit Rechtsklick das wegmachen. So, und dann haben wir hier entsprechende Stufen. Auch hier kann man natürlich wieder ein Fundament reinsetzen. So, entfernen und wir schneiden das weiter aus. So könnt ihr recht schnell eigentlich euren Keller bauen. Wenn ihr euch fragt, was ist mit diesen Steinchen hier, was mache ich damit? Ja, die könnt ihr einfach mit E gedrückt halten, abbauen. Mache ich auch nochmal. Und wenn dann hier so ein, sag mal, Voxelsteg bleibt, könnt ihr eigentlich genauso gut wieder, ne, entfernen, indem ihr auch ein Fundament drüber baut und einfach auflöst, ne, und dann ist der hinterher weg. Es gibt auch noch eine weitere Methode, das ist halt diese Schutthake oder auch eine Steinhake, war glaube ich die erste. Kann man beim Schmied, kann man die Schutthake machen. Ich glaube auch die erste konnte man beim Schmied machen. Und die ist nicht für die Landwirtschaft, sondern die ist auch fürs Terraforming. Hier müssen wir nämlich, hier haben wir so einen Kreis, wie wir hier sehen. Und diesen Kreis können wir mal eher gedrückt halten und mit dem Mausrad scrollen können wir den ausrichten. Ne? Wir hoffentlich erkennen, jetzt sind wir auf komplett horizontal sozusagen. Jetzt können wir es leicht anwinkeln. Das kann man auch nutzen. Ne? Und die Mitte sozusagen, die ist unser Ziel. Und dann kann man auch hier zum Beispiel unser Hügel, der ansteigt, können wir dann auch relativ schnell glätten. Aber ihr seht, ich glaube, die Methode mit dem Bauen ist ja mal ein bisschen besser. Aber wenn man schon so eine kleine Ebene hat wie hier, könnte man es vielleicht verwenden. Man sieht halt nur, wenn man wie hier irgendwann das so hoch geht, dann kriegt man ein paar Problemchen, dass wir dann so eine Kante haben. Dann können wir natürlich das mit der Spitzhacke abgraben. Aber wie gesagt, ich finde die Methode mit den Fundamenten hier, die ist auch in der Hinsicht dann wieder mega gut und funktioniert ja bestens und macht richtig saubere Ergebnisse. Und so kann man dann einen kompletten Zwergenbunker bauen. Bedenkt aber natürlich, euer Altar ist auch von hier genauso wie zu den Rändern begrenzt nach unten hin. Wir könnt also 40 Meter bei der jetzigen Größe, die ich jetzt gerade hier habe, müssten wir runterbuddeln können. Und dann sind wir irgendwann an der Grenze, wo man halt nicht mehr bauen kann. Und ich werde das mal hier kurz weiter vorführen, nur um zu zeigen, wie man das dann verwenden kann. Um zum Beispiel eine Art Höhle oder angedeutete Mine zu bauen, einfach für die Optik. Wir gehen hier einfach jetzt hier weiter runter. Wir könnten auch theoretisch sozusagen Natursteinstufen bauen damit. Das funktioniert auch alles wunderbar. Und jetzt können wir hier zum Beispiel so langsam uns einen Eingang formen. Und das geht halt blitzschnell, ne? Immer ein Voxel, ne, übrig lassen sozusagen. So. Dann können wir hier einen wunderschönen
Schacht ausbauen, super schnell. Natürlich können wir dann hier hinterher den Boden reinmachen, wie wir ihn haben wollen. Ich möchte mal ein bisschen höher gehen. So, und dass wir dann halt hier Steinboden haben. Aber man kann natürlich auch mit dem Terrain arbeiten. Das ist natürlich auch ganz wichtig. Dann, wenn wir wieder in den Baumodus mit dem Bauhammer gehen, einmal gedrückt halten, dann sehen wir haben nämlich nicht nur die Blöcke. Bei den Einzelblöcken ist es übrigens so, da haben wir ja die verschiedenen Kennzeichnungen. Das ist immer dieses kleine Icon. Entweder sind es normale Bauvoxel für Gebäude, das ist dann dieses blaue, ich sag mal Quadrat. Dann dieses Dachsymbol für Dächer. Dann haben wir diese zwei grünen Berge sozusagen für Terrain. Da gibt es nämlich auch als Einzelblock. Wir wählen es einfach mal aus. Da können wir nämlich einen Einzelblock, ich kann es mal hier drauf machen. Da können wir auch rechts hier Sachen auswählen. Ich habe Farmboden zur Auswahl, Stein und Erde. Auch hier könnte ich Erde drauf machen. Wir sehen aber, das verbindet sich zum Beispiel hier nicht mit den normalen Bauvoxeln. Also wir haben dann immer so ein bisschen Luft dazwischen. Das muss man bedenken. Also die haben dann so einen kleinen Überstand. Aber wenn wir es zum Beispiel hier platzieren, dann sehen wir, da kriegen wir so eine Grasnarbe, nochmal auf dem Gras drauf. Das ist natürlich nur der kleine Block. Es gibt natürlich noch einen 2x2er Block. Dann haben wir was Höheres. Oder wir klappen nochmal mit Alt auf, gehen ganz nach unten und da haben wir weitere Terrain-Tools, wo wir dann zum Beispiel so richtige Säulen machen können, wo wir eine komplette Schräge, mal gucken, welche Richtung, so machen können. Und sowas kann man zum Beispiel auch nutzen, um zum Beispiel so eine Art Erdanhäufung, wenn wir es mit Erde machen wollen, zum Beispiel hier zu platzieren. Da seht ihr schon, auch Pflanzen gehen da rein. Das sieht dann halt sehr natürlich aus. Ich kann auch mal auf Stein versuchen und ich nehme mal die größere Steigung. Und auch so kann man dann halt noch modellieren, nenne ich es mal. So. Und wir können dann so eine natürliche Steinfront hier dran machen. Okay, das sieht jetzt nicht ganz so gut aus, aber ihr könnt damit mal so ein bisschen rumtesten, was da eben so geht. Und mit welchen Materialien man es nutzen kann. Es gibt natürlich auch mehr Terrain-Materialien. Auch die im Inventar sind gekennzeichnet durch dieses Symbol. So könnte man zum Beispiel auch Löcher wieder zumachen. Ne? Ich kann es mal auf Stein machen. Ne? Wir machen einfach so Steinlöcher zu. So. Oder wir machen jetzt eine Erdschicht drauf. Und dann haben wir auch wieder Gras. Ne? Dann können wir das auch wieder füllen. Also man kann wunderbar arbeiten. Das Spiel ist Hammer in der Richtung. Und jetzt geht es ein bisschen weiter. Und zwar haben wir jetzt zum Beispiel hier Farmboden. Möchte ich einmal eben zeigen hier. Wir können nämlich hier diesen Farmboden legen, um zum Beispiel so ein Feld, so ein Acker anzulegen. Na, das ist nicht ganz so schön. Komm, wir gehen mal auf eine Ebene. Na, da kann man halt auch modellieren, wie man halt möchte. Ich mache es jetzt gerade mal so zum Test. Den können wir übrigens bei der Bäuerin hinterher herstellen. Wird, glaube ich, aus Knochenmehl und aus normaler Erde gemacht. Und das Besondere ist wohl, dass, wenn ihr das wirklich stimmt, ich habe es noch gar nicht getestet, dass Pflanzen, die man dort drin anbaut, hat auch mit der Bäuerin übrigens zu tun. Da kann man mit den Zuchtkübeln so Setzlinge züchten, ne? Die habe ich zum Beispiel hier. Ich ziehe mal in meiner Leiste hier rein. Und das ist zum Beispiel, nein, das war jetzt gerade ein Heiltrank. Hier, das ist zum Beispiel Flachs. Und diesen Flachs, den können wir auch auf normales Gras setzen, auf der normalen Erde. Ich glaube, es heißt aber, das wächst schneller, wenn wir es in den fruchtbaren Boden machen. Das ist sozusagen unser Feld. Ist jetzt natürlich ein bisschen blöd gestaltet, aber ne, ihr macht es natürlich dann besser. Und auch hier können wir zum Beispiel das Raster wieder aktivieren, sodass wir ein ordentliches Feld setzen können. Die blühen bald auch, das dauert nur ein paar Ingame-Tage, also Flachs geht auch sehr schnell. Da gibt es natürlich auch andere Sachen wie Kamille oder richtig schöne Blumen. Und was ich damit sagen will, man muss natürlich nicht einen Acker anlegen, sondern man kann das Ganze auch benutzen, um eine Art Blumenkübel zu bauen. Und ich werde mal eben hier gucken, ob ich das mal eben wieder wegmache. Mache ich mal eben eine Spitzhacke. Wir können nämlich dann einfach mal wieder Baumenü anmachen. So, und dann gehen wir mal auf diesen Balken hier. Und ich nehme mal Ziegel, also Ziegelblöcke. Gucken, ob es funktioniert. Wir brauchen ein bisschen Mindestabstand. Komm, wir machen es mal hier neu. Ist alles ein bisschen provisorisch extra fürs Video natürlich, ne? Ich würde mir sonst natürlich ein bisschen mehr Mühe geben. Aber ich dachte mir mal, komm, machen wir so eine Kleinigkeit. Und wir haben zum Beispiel einen Erdblock, der ist 4 Blöcke breit. Das heißt, 1, 2, 3, ups, hallo, Moment, und 4, so, ich mach mal die Ziegelblöcke 2 hoch, weil die sehen so ein bisschen komisch aus, so, gucken, ob ich den auch mal drehen kann, ob das hier reingeht, ja, ich werde es mal so verwenden, ups, nein, so nicht, wenn dann schon, ach komm, er mag jetzt mich gerade nicht, so. Auch hier können wir wieder mit Q zum Beispiel ein bisschen ranziehen, damit man nicht so weit wegsteht. So, jetzt haben wir hier natürlich was überstehen. Da gehen wir einfach auf den Einzelblock. Und hier, das habe ich, glaube ich, eben nicht gezeigt,
der Block, der hat immer so, ich glaube, hier an der Fläche sieht man es besser, immer so einen Punkt, der eine Bodenfläche, die so ein bisschen holographisch erhellt ist. Und das ist die, die dann gelöscht wird. Also die zeigt drauf. Ne? Hier zum Beispiel zeigt die, na komm, nach unten. Und wenn ich jetzt rechts drücke, dann lösche ich den dann einmal weg. Na, jetzt werde ich zum Beispiel unten den Boden wegmachen. Das wollte ich natürlich nicht, sondern ich muss dann mit meinem Cursor so ein bisschen Richtung Ziegel gehen. Und dann kann ich den nämlich entfernen. Und da kann man mal ausprobieren, welche Materialien cool ausschauen. Nach Holz sieht eigentlich auch ganz cool aus. Na, aber hier haben wir mit den Ziegeln haben wir so einen schönen Abschluss. Und jetzt gehen wir runter nochmal auf Terrain. Und hier nehme ich die 5, war das, glaube ich. Oh, die passt sogar richtig gut rein. Mal gucken, ob der das ausfüllt. So, jetzt nehmen wir auch wieder Farbenboden und schwupp, haben wir da einen Haufen Erde drin. Ja, und jetzt gehen wir einfach dahin, aus dem Baumenü raus und pflanzen dann zum Beispiel Flachs an. Und das machen wir jetzt mal ohne Grid, damit wir ein bisschen so flexibler sind. Und das sieht dann ganz toll aus. Würde ich aber noch ein bisschen mischen mit ein paar anderen Blumen oder Pflanzen, besser gesagt. Da sieht dann richtig schön aus. Dann haben wir so ein kleines Blumenbeet dann hinterher gestaltet, so, sozusagen. Das geht auch. Kann man sogar noch ein bisschen kleiner machen. Nur auf 3. Ich glaube, 3 war das Minimum. 3 Voxel breit. Dann ja, funktioniert das auch noch. Das Problem ist, ich fand dann die Kanten zu den Baumaterialien war dann ein bisschen stärker. Aber sieht das nicht cool aus? Das hat da auf jeden Fall was. Und auch das mit den Pflanzen züchten, das geht übrigens auch für Bäume. Aber ich weiß nicht, ob ich der hier reinpassen würde. Und da könnte man nämlich auch einen Laubbaum zum Beispiel pflanzen, weil das funktioniert nämlich auch. Wir können auch Bäume anpflanzen. Und da gibt es halt unheimlich viele Sachen noch. Ich habe auch noch nicht alles freigeschaltet. Und damit kann man halt auch bauen. Blumentöpfe weiß ich nicht, also so Blumenkübel vom Fenster. Ich glaube, dafür ja, werden die ja ein bisschen riesig, damit sie funktionieren. Aber solche Beete gehen auf jeden Fall wunderbar klar. Zum Ende des Videos, und ich hoffe, es hat euch bisher gefallen, möchte ich euch noch so ein paar Tipps mitgeben. Na, natürlich die verschiedenen Materialien einfach mal zu nutzen. Wie ihr seht, hier sind extrem krasse Änderungen. Und wie gesagt, die verbinden sich auch hier, je nachdem, wie man sie baut. Und hier zeige ich euch zum Beispiel mal was. Wir wählen mal hier diese Säule aus. Und hier wähle ich mal das Material grober Feuersteinblock, denn den hatten wir auch am Anfang. Und zum Beispiel, wenn wir jetzt hier auch ans Gebäude rübergehen, da können wir mit der Säule, die können wir einfach so reinsetzen. Ne, und dann können wir hier so ein bisschen, ja, jetzt muss ich das Grid wieder ausschalten, so kleine Details machen. Ne? Denn das Ganze ist so, alles was da ist, ne, das bleibt erhalten, der Rest wird nur ausgefüllt. Ne, das heißt, wenn ich so eine Säule reinsetze, keine Angst, dann ne, werden wir am Mauerwerk nach innen hin nichts verändern. Dann setzen wir die nur draußen auf. Man kann sie natürlich auch komplett raussetzen, also komplett mit ihren 2 Teilen. Ups, jetzt bin ich ein bisschen, ich hätte ein bisschen größer bauen sollen, ehrlich gesagt, aber na, passt auch. Dann können wir auch das natürlich so hinstellen und dann können wir natürlich auch versuchen mit anderen Materialien oder auch, jetzt hier einfach nur mit einem Feuerstein, hier so eine Säule drauf zu machen, so einen Übergang, vielleicht auch ganz nach oben, mal gucken. So. Na, da war ich einmal zu weit. Das sieht man manchmal ein bisschen schwierig. So. Na, und dann sehen wir schon, da formt es sich dann nach unten hin. Und irgendwie kommt am Rand dann auch nochmal so eine Steinschicht. Und das sieht auch schon mal ziemlich, ziemlich cool aus. Na, mit dem Fenster, da hätte man noch ein bisschen was machen können. Aber soll ja nur ein grobes Beispiel sein. Was zum Beispiel auch relevant wäre, beim Fachwerk, habe ich zum Beispiel festgestellt, da kann man natürlich die Wand einfach, wir gehen mal hier hin. Na komm, machen wir mal hier. Die Wand einfach so hinstellen. Und natürlich beliebig hochziehen das Ganze. Und das geht natürlich. Aber wenn wir zum Beispiel zur zweiten Etage gehen und es einfach so überstehen lassen, dann formen sich da auch so entsprechende ja, Holzteile dran. Und es sieht irgendwie nochmal viel, viel detailgetreuer aus und nochmal viel, viel cooler. So habe ich zum Beispiel bei meiner Taverne jetzt gemacht. Das sieht man auch überall im Spiel. Denn ihr müsst bedenken, überall im Spiel, alles, was da so steht, daran könnt ihr euch orientieren, denn das ist ja genauso gebaut. Ne? Da sind die gleichen Materialien teilweise. Ne? Und da könnt ihr auch ein bisschen abgucken, wie die Entwickler das schon mal designt haben. Und, das war auch so ein kleiner Trend in der Demo, ihr könnt natürlich auch, wenn es da keine Bauverbotszone gibt, da euren Altar setzen, zum Beispiel an einer Kirche oder an einem Fachwerk oder eine kleine Farm. Und ihr baut die Farm einfach wieder auf. Ne? Ihr löscht dann die Voxel raus, die beschädigt sozusagen sind, also die eingestürzt sind, das kaputte Dach etc. Und restauriert einfach. Ne? Auch das kann man hier im Spiel machen.
und ihr könnt schon daran vielleicht ein bisschen üben, wenn ihr gerade nicht so gut im Bauen seid, im freien Bauen, dass ihr dann einfach sagt, komm, ich mache jetzt ein Haus wieder ganz und kann mich dann orientieren an ja, den Vorgaben sozusagen von Entwickler und mache dann alles wieder heile, richtig schön ein und wohne dann da. Ne? Auch das funktioniert. Es gibt übrigens auch hier Leuchtblöcke, ich will sie nur einmal zeigen, die leuchten im Dunkeln, aber ich weiß auch nicht genau, was ich damit machen möchte, muss ich mal schauen. Aber noch eine Kleinigkeit, bevor wir zum Ende kommen, man kann natürlich auch ein bisschen das anders gestalten, man kann auch erstmal zum Beispiel mit Säulen hier anfangen und hier muss man halt überlegen, das ist jetzt zum Beispiel eine Säule 2x2, ne? Das heißt, wenn wir jetzt hier oben einen Balken machen wollen, dann ist es ein bisschen schwierig, ne? Dann können wir sagen, hinten oder vorne. Ihr könnt natürlich auch einfach sagen, wir machen die Säule dann breiter. Man muss immer bedenken, dass wir hier keine normalen Elemente haben, sondern dass wir Voxel haben, ne? Und die einfach nur ausfüllen. Und jetzt haben wir halt das eine Breite von 3 Voxel und können jetzt hier, ich mache diesmal das aus, ich weiß nicht, ob es aus Fachwerk, ja, das Fachwerk sieht es glaube ich nicht aus. Wir nehmen mal einen geteerten Holzblock, weil wir den da haben. Und den setze ich jetzt hier oben einmal mittig dran. Oh, der sieht doch nicht so gut aus. Okay, sieht ein bisschen krass aus. Den habe ich noch nie verwendet, ehrlich gesagt. Versuchen es nochmal. Ich will so ein bisschen höher gehen. Manchmal ist der Charakter so ein bisschen in, ja, im Weg. Manchmal wünschte ich mir, es gibt eine First Person. Aber ich glaube, die gibt es noch nicht. Ja, doch, sieht gar nicht mal so schlecht jetzt aus. Ja, auch so können wir das machen. Und ich sehe gerade, ich glaube, wir haben die Säule eben ein bisschen zu weit gemacht. Ne? das ist jetzt ein bisschen ärgerlich. Guck mal eben. Ich wollte die eigentlich nicht so weit machen. Aber das ist ja kein Problem. Ne? Das können wir, wie ihr gerade seht, einfach richten. Ich wollte eigentlich nur, dass die einen Voxel übersteht. Ne? Und dann passt das auch. Nur da hat es geklappt, da habe ich nicht aufgepasst. So, jetzt ist alles gut. Und ich würde mal sagen, wir machen diesen geteerten Block auch nochmal unten. Ich will nämlich nur einmal was demonstrieren, wie man es auch machen könnte. Wobei unten ist vielleicht ein bisschen too much jetzt. So, und dazwischen können wir jetzt es einfach ausfüllen, ne? Weil, wie schon gesagt, ist es so, dass was da ist, das bleibt, das wird nicht überschrieben. Und wenn ich jetzt zum Beispiel verwitterten Steinblock nutze, und da war ein bisschen hoch, glaube ich, Moment, machen wir nochmal neu, ne? Wir waren ein Voxel zu hoch, dann füllen wir nur den Zwischenbereich aus. Und mit denen sieht es vielleicht nicht so geil aus, ne? Wenn wir mal gucken, ja, es wirkt nicht so. Da muss man einfach probieren. Ich habe auch noch nicht alles durchprobiert. Hier kann man natürlich auch einfach die normalen Steine nutzen. Der verwitterte, nein, den hatten wir gerade, den wollte ich haben. Und wir gucken mal, ob das ausschaut. Ja, ne, das könnte klar gehen. Ne? Auch so kann man dann komplett eigene Werke schaffen. Und natürlich noch hier Fenster reinmachen. Das alles ist natürlich dann auch möglich. Da einfach mal probieren und auf jeden Fall Spaß haben. Oder ich teste nochmal was, ob das ausschaut. Das ist jetzt zum Beispiel der, ja, der richtige, der normale, veredelte Block mit Brettern drin. Auch sowas würde ganz gut ausschauen eigentlich. Also da einfach, wie gesagt, Mut haben, die Materialien so ein bisschen zu kombinieren und so ein bisschen zu testen, was bei rumkommt. Ich bin mal gespannt, ob die in Zukunft dann noch ein paar weitere Tools uns geben, dass man vielleicht noch so ein bisschen was kopieren kann oder vielleicht was blueprinten kann und dann weiter reinsetzen kann oder ob das so bleibt. Allerdings alles, was hier so drin ist, da kann man schon unheimlich coole Sachen bauen. Und ich bin mal gespannt, was in der nächsten Zeit, was wir noch so sehen können. Das Einzige, was ich ein bisschen schade finde, dass es eben begrenzt ist, also dass wir halt uns sagen müssen, irgendwann, ja, irgendwann ist Schluss, irgendwann müssen wir eine Art neue Welt anfangen oder Sachen abreißen. Das finde ich ein bisschen schade, aber vielleicht kommt ja im Spiel auch noch was, vielleicht, ich habe es noch nicht durchgespielt, vielleicht hat man hinterher ein wesentlich höheres Limit, ja, oder vielleicht kommt auch in Zukunft noch ein anderer Spielmodus, wo man vielleicht komplett hier auch bauen kann und alles aufgedeckt hat. Wir werden sehen. Mir macht es auf jeden Fall jede Menge Spaß, das ganze Game. Und ich hoffe euch auch und ich hoffe, ihr freut euch auf einen Let's Play dazu, also einen Guided Let's Play, denn das wird das nächste Projekt von mir sein hier für Enshrouded. Und dann wird es natürlich erstmal losgehen mit der Charaktererstellung, ja, und mit dem Start ins Spiel und dann immer ganz hervorgehoben auf die verschiedenen Sachen. Also NPC freispielen, die Sachen für ihn finden, gewisse, ja, Blöcke auch im Spiel finden, Bosse machen etc. Wenn ihr es mögt, werde ich es dann weiter fortführen, wird so ein kleiner Test sein. Und ich stelle es mir auch ziemlich spaßig vor. Das sollte alles zu diesem Thema Bauen gewesen sein. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Ansonsten werde ich es nachreichen, denn ich bin natürlich gerade auch selber noch dran. Habe, glaube ich, jetzt über 30 Stunden im Spiel. Habe aber natürlich auch, ja, ein bisschen die Welt entdeckt und habe mich noch nicht komplett aufs Bauen eingeschossen. Aber ich habe schon einige Tests gemacht und ich
finde, es sieht großartig aus. Denkt auch dran, natürlich zu dekorieren mit irgendwelchen Leuchtquellen. Denn auch nachts, ne, auch hier sieht man nochmal eine Kerzen, wird gerade hier ein bisschen dunkler. Ne, die geben da ein bisschen was her. Nachts natürlich nochmal viel, viel mehr. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Und dann würde ich mich auch freuen, wenn wir uns das nächste Mal wiedersehen. Also, bis bald.